Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, dass wir uns direkt reinschmeißen. Jawohl, wir haben vier neue Meister-Meilenstein-Objekte. Und zwar Martin Brodeur, 98. Alter, ich bin schwer am Überlegen, ob wir den bauen sollten. 98. Chris Russell? Sehe ich das richtig? 98 Jason Spezza und 98 Joe Thornton. Ja, Brodeur ist halt interessantester Spieler bisher. Jean-Sebastien Gigier 95, Iginla 95, ja, Zeit für Iginla. Ah, oh, gerade eben 98. Shit, hätte man nicht hergeben dürfen vielleicht. Ja, Suomi, die Weltmeister. Neue Team of the Week, gegen das spielen wir morgen, bin ich auch schon sehr gespannt. Drei neue, beziehungsweise dieselben von letzter Woche. Bergeron, Leclerc, Chernak und Wilson. St. Louis, 96, June 1st, 2022. Martin St. Louis, former NHL player, Stanley Cup Champion, Hockey Hall of Fame. Inductee, official hired as 32nd coach of the Montreal Canadiens. Ja, krasser Shit. Dann haben wir hier auch noch ein paar. John Carlson, 98. Schade, dass die ganzen anderen schon 99 haben auf seiner Position. Johnson, Comfort, Bouchard, Cassian. Brown, Kako plus 8, das heißt, sie kommen alle auf 97. Maroon, Nick Paul. Und Premium Ultimate Pack haben wir auch noch. Halbprofi 1. Ja, weiter haben wir nicht gespielt. Das heißt, die nehmen wir mal mit. Die Packs sind heute dran. Ich sage, mal schauen, was aus unserer Mannschaft jetzt aktuell so geworden ist für nächste Woche. 99 komplett. 98, 97. 98 ist noch drin. 98, 98 noch drin. Da haben wir noch 98. Und wie gesagt, Verteidigung ist halt schwach bei uns. Verteidigung ist schwach. Und wie gesagt, da. Stärke in 98 mittlerweile im Tor. Es ist halt langsam zu überlegen, ob man sagt, hey, pass auf, zeig mir, wie stark du bist. Heieieiei. Ja, das ist jetzt dann halt schon interessant langsam. Wie man dann wirklich im Tor haben will und wie man dann nicht drin haben will. So, jetzt holen wir uns erstmal die Münzen ab, wie gesagt. Ich hoffe immer noch, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Weil dazu wäre es echt schwierig, so viele Objekte hinzukriegen. Für einen Bruder. Weiß gar nicht, wie wir noch opfern können. Ein Torhüter. Päckerinne. Und dass der Spieler draußen ist. Mehr haben wir nicht. Deswegen ist es. Ja, ist nicht so easy, 109 Objekte hinzukriegen. Starkes Pack mit leider wenig Inhalt. Da hinten ist eine weiße Karte. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir schon mal nicht. Zumindest da haben wir kein Glück. Da hinten haben wir auch kein Glück. 86 Mark André Fleury. Schade. Das ist jetzt natürlich die Karte gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, wenn wir die ziehen. Junge, das wäre abartig geil gewesen, aber nein. Eine X-Faktor-Karte, super. Bringt uns halt auch nichts. Ja, toll. Ach, dann ist die Brodeur aus so einem Pack jetzt nochmal nice. Glück haben wir einfach nicht. Das Glück haben wir einfach nicht. Abgesehen davon, dass das Glück auch viel zu krass wäre, wenn wir es gehabt hätten. So, zwei Goldspieler Pack. Weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Da ist auch nichts drin.
Mein Pack. Auch nichts drin. Ja, Premium Pack, Prime Pack. Da ist auch nichts drin, schade. So. Was haben wir denn noch zum Eintauschen eigentlich? Rinne. Sowie ein Torhüter und theoretisch Devin Taves. Wären 30 Sammelobjekte. Gerade mal. Wir würden so gerade mal 30 Sammelobjekte zusammenbringen. Ist hart bitter. Krasser Preis. Krasser Preis. Ich vermute mal, dass es wieder 109 Sammelobjekte sind. So wie es bei Perry und Co. auch der Fall war. Ja. Oder 55? Ja, ja. Okay, von den Dingern ist er gar nicht so nice, muss ich jetzt gestehen. Wir können mal weiter Spieler sammeln hier, ne? Schauen wir mal. Theoretisch könnten wir, naja gut, nee, verkauft kriegen wir glaube ich nicht so viel hin, weil nicht so viele direkt verkaufbar sind. Wobei doch einige. Und die nicht tauschbaren sind halt wesentlich mehr. Und dann auch die höheren Karten. Wenn die halt irgendwie tauschen könnte oder verkaufen könnte. Was wir an Karten hätten, Freunde. Das ist ja zu schön. Zu schön, um wahr zu sein. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Wir sehen uns morgen wieder dann gegen Team of the Week. Bis dahin, bleibt gesund.